Eigentlich ist immer Quatsch, das Verpacken ist immer blöd, weil man es immer wieder auspacken muss. Das ist so ein aufregender Moment. Jetzt habe ich eigentlich mein Leben damit verbracht, mir Porträts in Museen anzugucken, wo andere Leute drauf abgebildet sind. Und jetzt komme ich hier selber in ein Museum als Porträt. Und mit dem geschlossenen Fächer, wenn er so nach unten zeigt, stellt sie ihm in der barocken Fächersprache von damals, stellt sie ihrem Ehemann die Frage, liebst du mich? Ja. Bitte? Kannst du nicht für mich einmal dein Leben stellen? Ich brauche das. Das ist egal, einfach in eine Richtung. Ja, wir können es ja erst auf einmal nur so. Also was mich am meisten erfasst hat innerlich, war diese Haltung, weil ich mich so nicht gesehen habe. Ja. Ich habe mich als einen anderen Typen immer wahrgenommen oder habe gedacht, die Leute nehmen mich anders wahr. Und hier stand ich jetzt wirklich vor dieser Aussage, dass ich auch so eine gewisse Strenge und Haltung habe. Und das war mir nicht bewusst, dass man das so sieht. Habe ich auch einen Moment überlegt, will ich wirklich so sein, wie ich offensichtlich bin? Das ist der Hammer. Ich nehme den Weg zu sehen, das ist einfach völlig abgefahren, Entschuldigung. Wenn man dich neben ein Foto stellen würde, wäre es egal, aber in dem Bild ist das einfach der Hammer. Du kannst dich ja nicht selber sehen, aber es ist schon gewaltig. Ja, toll. Ja, komm, jetzt hängen wir es mal hin und dann können wir nochmal... Ja, jetzt gucken mich beide Frauen so an, sie gucken mich ja auch hier so an. Wir hängen es mal auf und dann toll. Sieht man schon was anderes dann noch drauf. Passt, ne? Der muss ein bisschen hoch auf der rechten Seite. Dann hängt Lobrecht. Genau. Ja, besser. Ja, besser und ich würde doch gerne trotzdem noch mal 2-3 cm nach rechts. Gut, damit ich die blöde Steckdose nicht sehe.